Plane deine Überholmanöver sorgfältig. Versuch vor den engen Kurven Plätze gut zu machen. Das ist Carter. Der Typ fährt sehr aggressiv. Achte auf ihn. Mach ich und willkommen zurück zu einer neuen Runde Grid 2 Singleplayer. Eines der letzten Rennen, hoffe ich. Also es ist jetzt ein kleines Turnier mit 4 Rennen. Und ich hoffe mal, ich überlebe das hier halbwegs unbeschadet. Auch wenn ich hier gerade schon wieder ein bisschen weit hinten starte für meinen Geschmack, aber naja. Ich fahre den MP412C GT3. Mach das gleich nochmal. Und mal wieder sind die Autos von den Gegnern ultra schwer. Und schiebe mich einfach weg. Nein. Nichts Neues. Was ist das? Ich will da vorbei. Ich geh mir auf den Keks da hinten. Und ich komme nach vorne überhaupt nicht weiter. Das ist auch schon wieder doof. Du kannst ihn ausmanövrieren. Hol dir seinen Platz. Oh. Bin ich Zehnter oder was? Ja, super. Ja, einen hat's erledigt irgendwie hinten. Bis jetzt war das ja schon sehr unerfolgreich. Na, ist das Auto jetzt wenigstens beschädigt? Na. Ich wollte mich einfach mal vorbeimogeln. Naja, Fünfter. Fünfter Platz ist schon mal nicht schlecht. Ich muss nur an die Führungsgruppe da vorne ran. Schneller! Boing. Ich dachte, das klappt. Naja. So geht's vielleicht besser. Platz 4. Jetzt greift die Top 3 an. Jo, mach ich. Ich muss nur rankommen. Nur noch 2 Runden. Und diese kleinen Idioten da vorne. Nicht. Nein. Sau. Also. Das ist doch nicht wahr. Dann nochmal. Ja, nicht ganz so schlimm. Nicht ganz so schlimm. Zwar nicht toll, aber nicht ganz so schlimm. So. Gott sei Dank kein Abkürzen. Das wäre es ja wieder gewesen, wenn die kleine Strecke da abkürzen kriegen. Oh, haben wir uns da ein bisschen verbremst, Herr Kirkwood? Ja, den erkenne ich schon an der Farbe. Logischerweise. Kein Abkürzen. Hervorragend. Das könnte ja sogar noch was werden hier. Ja, haut euch am besten raus. Das wäre mir am liebsten. Ich dränge mich einfach mal zwischen, ne? Habt ihr doch nichts gegen, Freunde. Du hast eine neue Bestzeit aufgestellt. Was macht der denn damit mal? Naja, gut. Gut. Bisher war deine Fahrt blitzsauber. Weiter so. Naja, blitzsauber war es nicht, aber es war schon ganz okay. Mir vorgenommen, hier etwas ruhiger ranzugehen. Mich weniger aufzuregen über den Scheiß. Das nenne ich eine Leistung. Hat bis jetzt geklappt. Du behauptest die Führung. Ich muss nur schnell weg. Mit den 2 Resets sollte ich aber hoffentlich ins Ziel kommen. Ja, das war schon ganz okay. Sogar noch relativ heil. Dank meiner Reset-Funktion. Ich werde mal bremsen hier ein bisschen spät. Macht ja nichts. Spulen mal zurück. Puh. Irgendwie nicht auf die Schildchen geachtet. Und beschleunigen ganz sanft auf die Zielgerade. Und zack. Das ging ja mal noch ganz problemlos. Deine Spitzenplatzierung in der Wertung. Lass sie dir nicht wieder abjagen.
20 von 80. Naja, ist ja schon mal was. Längster Drift, 215 Meter. Ford Mustang. Das erste Auto, was ich hier gefahren bin. Yas Marina? Nee, Indianapolis. GP Strecky. Im Blickfeld, Harrison Carter. Ein Starfahrer. Und der darf wieder ganz vorne starten. Finde die richtige Mischung aus Powerdrifts und herkömmlicher Rennlinie. Dann hast du eine Siegchance. Aha. Erstmal dränge ich mich hier ein bisschen durch. Und bin schon mal Sechste. Das ist aber nicht so schlecht. Nicht so aggressiv, bitte. Du bist mit Galfione kollidiert. Ja und? Super, jetzt der Nächste. Jetzt super. Pff. Erst nicht mit mich kollidieren und dann doch kollidieren. Mensch, 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 Mensch. Wenn der mal wüsste, was er will. Geh weg. Bisschen glubschig hier. So, theoretisch sollte ich mehr Power und mehr Topspeed haben. Als Carter in seinem Audi. Und theoretisch haben die anderen beiden das hinter mir auch. Zwei Runden zu fahren. Mann, so gut habe ich noch nie gebremst mit dem Auto auf der Strecke. Nimm dich mal etwas zurück. Du bist mit Carter kollidiert. Na und? Es macht doch eh keinen Unterschied, ob ich die ramme oder nicht. Die bewegen sich eh keinen Millimeter. Mann, 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 Mann. Das ist ein Weg. Okay, Erwin. Platz 1. Sehr gut. Davon. Erwin ist Erster. Geisterfahrer Erwin. Denn kein Fahrer an Bord. Ich hab's immer noch nicht geschafft. So. Runde 3. Halte deine Führung. Der Zweitplatzierte lauert auf seine Chance. Jetzt einfach nur die Nerven behalten. Ganz ruhig rumdriften. Bisschen mit dem Gas spielen, mit dem Stick klackern. Falls man das wieder hört, weiß ich nicht. Dann ganz entspannt Erster bleiben. So. Der Zweitplatzierte liegt nur 5 Sekunden zurück. Mach keine Fehler. Ach, ich mach doch keine Fehler. Ich habe noch alle 5 gesetzt. Alles perfekt. Go, 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 go. Bisher war deine Fahrt blitzsauber. Weiter so. Und 10. Klasse Bam. Gemacht. Das ist eine neue persönliche Streckenbestzeit. Awesome. Du sehr gut. 40 an, Punkte. Aber bleib wachsam. Jeder wird hinter dir her sein. 40 dicke Punkte. Von 80. Hey, mal der Mustang. Ausnahmsweise. 56 Autos. Uah. Fett. Gefahren bin ich davon bestimmt 10 oder so. Jetzt kommt Yas Marina. In Yas Marina ist jede Kurve einzigartig. Bleib voll konzentriert. Im Moment liegst du in der Wertung vorne. Behaupte dich gegen die Verfolger. Oh, er darf nur als Dritter starten. Und ich als Elfte. Wie nett.
Das war einfach relativ spät. Na dann doch nicht. Go away. Fünfter. Boing. Ah, du hast keinen Spoiler mehr. Ich setze mich mal einfach dazwischen, oder? Und dann gehe ich dran vorbei. Und dann bremse ich mal bei 150. Alter, du Spaßbremse. Hast davon. Der erste Platz erwartet dich. Hol ihn dir. Aber abgeschossen hat sie ihn ja nicht. Ja, das war klar. Ich habe mit mehr Driften gerechnet. Aber er wollte nicht driften, deswegen war das ein Abkürzen. Ja, hier darf jeder mal eine in die Fresse kriegen. So, erster. In der ersten Runde von zwei. Kein Abkürzen? Ja, wunderbar. Multiplayer gibt es ja, glaube ich, inzwischen schon Abkürzen, nur die ein bisschen komisch fährt, die Kurve. Letzte Runde, du liegst in Führung. Du hast es. Zu Recht auch. Weil das wird ja langsam zur Gewohnheit bei vielen, dass die wirklich die Kurven, wenn sie Auslaufzone haben, so weit ausfahren und dann mit einem Riesenschwung wieder auf die Strecke schießen. Ich gebe ja zu, ich mache das auch manchmal, wenn auch unbeabsichtigt. So. Okay. Beschleunigen. Auf der langen Gerade. Merken, der Zweitplatzierte liegt nur 5 Sekunden zurück. Macht keine Aber kein Abkürzen, hervorragend. Ja, hervorragend. So, nächste Schikane durch. Vorsprung ist ganz schön gewachsen. Daraus bilde ich mir vielleicht auch noch eine Runde. Hier nach rum und da nach rum und hier nach rum. So, dann sind wir gleich auf Startziel und dann ist Feierabend für das Rennen. So. Da klingelt die Kasse. Pam. Und ein Schlückchen trinken. Ja, 20 Punkte. Du führst die Wertung an, aber bleib wachsam. Und jeder 60 Punkte. Und schnellster gewesen. So, Karrierefahrzeuge, immer noch 56, schade. 69 WSR-Events. Und 63 Mal gewonnen. Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Ja, verdammt. Macht der Gewohnheit. Dann halt ohne Intro. Lässt er jetzt nach oder bin ich einfach so schneller? Am Anfang zieht er ja doch ganz gut los, der SLR McLaren. 722 GT. Ah. Das ist von der Frechheit, mich jetzt zu rammen. Was erlaubt ihr euch? So, Karte.
Oh, da muss ich ein bisschen drüber lachen. Bruno Silva abgeschossen, Harrison Carter abgeschossen. Was ist denn hier los heute? Aber Bruno Silva kommt wieder ran hinten. Bin ich wundern, wenn er sogar noch wieder in den ersten drei landet oder so. Ui. Wird hier nicht Zirkus gespielt, Auto. Du bleibst schön auf deinen zwei Rädern. Auf deinen vier Rädern, nicht auf zwei Rädern. Na. Naja. Unterlassen Sie dies. Runde 2 von 3. Naja, kann ja mal passieren. Ja, abkürzen, genau. Das meinte ich ja. Bei manchen Strecken ist das schon drauf, beim anderen noch nicht so. Bruno Silva ist aber noch 12. Carter ist jetzt schon wieder 4. Soll mir recht sein. Okay. Bisschen Vorsprung auf die nächsten Plätze habe ich. Jetzt fahre ich immer wieder hoch. Ist natürlich wieder unspannend hier ohne Ende, aber kann man nichts machen. Besser so als andersrum, meiner Meinung nach. Jetzt, wenn ich mich hier wieder aufregend durch die durch das Pulk wühle. Nein, wühle, couché avec moi. Ja, ich rede Blödsinn, ich weiß. Muss keiner was sagen. Noch nicht rausfliegen. Sehr schön. Gut. Akzeptable. Oh, Bruno Silva ist nicht mehr letzter. Hoppla. Kein Abkürzen. Hui. Ein kleiner Sprung für mich, aber ein Riesensprung für das Auto. Ugh. Naja, geht ja noch. Hey, er ist wieder 12. So ein Noob. Zack. Und letzte Kurve. Jetzt. Und ziehen wir alle. Bing. Wunderbärchen. Das ging richtig schön problemlos gerade. Ja, das war's dann soweit, würde ich sagen, von diesem Turnier und dieser Folge. Oh, ich war nicht der schnellste. Schweinerei. Und dann gucken wir mal noch schnell, was in der nächsten Folge kommt. Erfüllte Ziele. 0. Fans. 2 Millionen. Gib mir 2 Millionen Fans. Toll. 1 Million Fans. Juhu. Juhut. Du hast einen Platz im Finale. Dich jo, jo. So, wir brauchen auch Rockstar Energy Duellserie. Das hatten wir gerade. Also das jetzt nächstes, dann kommt das. Virgin Media Checkpoint Serie. Und dann nochmal eine Drift Serie. Und dann kommt das Finale. Also dann, wir sehen uns dann gleich bei der Duellserie, also für euch dann morgen. Tschüss.